Ich habe ja noch Essen drin. Oh, es ist mittlerweile stale. Oh, ist egal. Hat sie erstmal was zu essen. Muss echt anbauen. Ich hätte die blauen nehmen sollen, fällt mir gerade so auf. Aber egal. Ja, die Kartoffeln werden auch schlechter. Warum darf ich das nicht? Jetzt. Bauen. Treppe? Mehr Bretter, okay. Geht gerade nicht. Können wir ausrüsten? Treppe. Ja, das passt so als Eingang. Power, ich habe kein Holz mehr, oder? Ah, keine Bretter, ja. Nur halb so, ich habe echt alles verbraucht davon. Holzboden. Bauen wir in die Richtung. Baue ich erstmal Richtung Schlafzimmer. Ich baue mein Haus diesmal anders auf. Glaube ich. Ihr seht, es ist auch ein bisschen kleiner als das letzte Mal. Wird doch alles. Ach, das war's erstmal. Aber es war es noch nicht für die Betten hier. Ah.
ist es erstmal. Kurz was einsparen. Genau, dann müsste ich es auch einpacken können. Dann schlafen wir das erste Mal in meinem neuen Bett. Obwohl andererseits fallen lassen, fallen lassen. Ich würde es gern schon ein bisschen besser haben. So, mir hat die Ausrichtung nicht gefallen. Aber ich würde schon mein Schlafzimmer ein bisschen besser bauen. Außerdem fühle ich mich irgendwie sicherer, wenn das an mehr Punkten Schutz hat. Ich weiß auch nicht. Die Sachen fallen zwar nicht runter, aber trotzdem hat mir das irgendwie nicht so zugesagt. Besser. Pack mal weg. Pack mal weg. Machen wir es hier. So. Ist schon fast voll. Aber ich habe noch ein paar Notizblöcke und die findet man auch immer mal wieder. Tag 27. Ich schlafe das erste Mal in meinem nicht fertigen neuen Zuhause. Ich habe hier bisher noch keine Zombies gesehen, daher stört mich die Offenheit des
Hauses nicht. Ich hoffe nur, dass es nicht regnet. Regnet, da ich noch kein Dach habe. Konnte bisher keine Brechstange finden. Obwohl es auf sehr kalt gestellt ist, wird es immer wieder wärmer. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz, aber... okay. Kann ich die Salamischeiben jetzt hier in den Bräter hauen? Oh nein, die Eier werden schlecht. Hier geht immer noch eins. Ich hatte zwar noch 9 Kilo drin, aber das ist halt alles. Oh nein, die Mayonnaise wird schlecht. Ach, die trinkt mal so aus. Die brennt dann so schön im Hals, glaube ich. Vielleicht könnte ich noch mal zum Supermarkt rennen. Ich komme nicht über den Stand statt das Kühl, aber es ist halt auch noch sehr, sehr, sehr früh. Vermute mal, ich nehme massiv ab wieder, oder? Ey, ab. Ich weiß nicht mehr, ob ich vielleicht im Einkaufscenter was hatte. Das sind auf jeden Fall noch haufenweise die Sachen, die ich gebrauchen kann. Oh ja, 10 sind allein davon. Warum habe ich die Säge noch dabei? Ach, egal. Okay.
Wie auch immer ich den Baum da treffe. Was panisch. Er hat mal gerade ganz kurz eine Programmierung, glaube ich, gesehen. Als ich hier drüber gegangen bin. Alter, die Sicht ist ja echt scheiße. Ich dachte gerade, ich renne in eine Gruppe rein. Also dann werde ich auf jeden Fall. Oh, da habe ich auch welche getriggert. Nebel ist nicht so cool. Da kommt mit drüber. Ui, ja. Lass den Scheiß. Noch jemand? Bisschen Panik. Okay, siehst du wirklich gerade nichts? Ich sehe nicht mal den Laden, der Möbel ist sehr dick. Da ist eh nicht mehr so viel drin. Das ist voll.
Ach komm, nehme ich mit. Eine Pause. Wollt ihr mich verarschen? Ja, Säcke habe ich eigentlich jetzt erstmal genug. Waren nur Lebensmittel drin. Okay, habt ihr irgendwo eine Brechstange? Das ist eigentlich ein Gegenstand, den ich zumindest auf dem... Ja, voll, wir sind nicht auf dem Dorf. Hier hat nahezu jeder eine Brechstange. Hauptsache Schulsachen, die zwar super teuer sind, aber mir nicht helfen. Nein. Ja, auch nicht, oder? Nö, nur Typen. Ich nehm's mal mit. Ich brauch's zwar nicht, aber ich nehm's mit. Wahrscheinlich würde ich's auch wirklich mitnehmen. Einfach nur, um, ja, jetzt brauche ich's zwar nicht mehr, aber jetzt hab ich's. Jetzt bin ich reich. Ich muss den Automaten mal mitnehmen. Ah, gut. Eier gibt es tatsächlich noch. Der ist sogar noch frisch.
Ja, noch funktioniert es einigermaßen. Ich habe so viele Eier jetzt. Muss reichen. Es wird nie reichen. Wir brauchen mehr. Da könnte ich noch was mitnehmen. Ein bisschen Kleinkram. Aber wieder nie. Aber wieder nicht. Wieder keine Brechstange. Ich glaube, da höre ich jetzt auf, nachdem ich das zurückgebracht habe. Und mir ein opulentes Mahl bereitet habe, da fällt mir ein, ich sollte mal was essen. Scheiß drauf, dass ich jetzt unglücklich werde. Einmal Mayonnaise in den Hals. Das macht unglücklich. Ich lasse das Benzin einfach mal bei Unia. Wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, mehr Benzin abzuzapfen, kann ich einen Generator hier draußen an der Tankstelle anbringen und ja, Ende. Das war's. Dann kann ich hier endlos Benzin rein theoretisch abzapfen. Nicht kämpfen nach Möglichkeit, weil das kostet zu viel Ausdauer. Und je länger ich in diesem Zustand bin, umso schlimmer wird es halt mit der Ausdauer auch. Klar, Rennen kostet auch nochmal zusätzlich, aber ich müsste es wenigstens bis an den Wald schaffen. Bevor mein Charakter den nächsten Zustand erreicht. Ich habe echt so viel Schwere dabei. Aber ich musste mich sonst. Ja, okay, hab mich geirrt. Hat nicht ganz gereicht, aber das sind genug Eier, um da ordentlich von essen zu können. Jetzt könnte ich mir auch Eiersalat machen.